وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل Heute wollen wir weiter fortfahren mit unserer Serie Schluss mit der Jahiliya. Wir wollen diesem Leben, welches wir nicht richtig gelebt haben, den Rücken zukehren und sagen, Schluss, wir wollen nicht mehr so weiterleben in Sünde, in Finsternis, ohne Rechtleitung, mit dem Zorn Allahs, ohne den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Mit diesem Leben wollen wir endlich aufhören. Denn wer von uns ist glücklich gewesen mit so einem Leben? Die Leute, die hier alle sind, wissen, dass dieses nicht der Fall war, sondern sie haben bereut. Warum? Weil sie wissen, dass sie falsch gelebt haben. Und spätestens, wenn du dich vor Allah, deinem Herrn, deinem Schöpfer niederwirfst, so weißt du, dass dein gesamtes vergangenes Leben nichts als eine Lüge gewesen ist. Möge Allah Azza wa Jal uns immer mit der Rechtleitung leben lassen. Und heute reden wir darüber, dass unser gesamtes Leben wem gehört? Allah Azza wa Jal. Schluss mit der Jahiliya, Schluss, dass wir unser Leben nach unseren Gelüsten ausleben, sondern vielmehr leben wir jetzt ein Leben für Allah Azza wa Jal. Und ich wundere mich über viele Leute, die, wenn du sie fragst, warum sie sich nicht um ihre Religion kümmern, so sagen sie dir, ich bin beschäftigt, ich habe keine Zeit. Schwere Wörter, die einer, der unwissend ist, nicht genau ausmachen kann, wie schwer diese Wörter sind, die er überhaupt spricht. Und ihr hört jetzt von mir drei Ayat, drei Verse aus dem edlen Koran. So entscheidet, wie schwerwiegend diese Wörter sind, ich habe keine Zeit, ich bin beschäftigt. Ich kann mich nicht um meine Religion kümmern. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allahu Akbar. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur, unterstreicht das Wort nur, darum erschaffen, damit sie mir dienen. Mit anderen Worten, wäre es für einen anderen Zweck, hätte Allah uns erschaffen? Sagt es mir. Nein. Das heißt, unsere Erschaffung hat nur einen einzigen Grund, dass wir Allah Azza wa Jal dienen sollen. Mit anderen Worten, dein Leben bei Allah ist wertlos, wenn du ihm nicht dienst. Er lässt dich wirken. Du kannst tun, was du willst, hier in dieser Dunya. Aber am Tage der Auferstehung ist der Tag des Gerichts und an diesem Tag wird Allah so zornig sein, wie er es nie zuvor gewesen ist und wie er es nie danach wieder sein wird. Wie wird Allah mit dir reden, wenn er zornig ist? Und wie wird Allah Azza wa Jal dich abrechnen? Subhana, wenn er zornig ist auf dich. Du hörst, dass Leute sagen, ohne Anstand, ohne Respekt, ich habe keine Zeit, meine Religion zu leben. Ich bin zu beschäftigt. Ich habe Arbeit, ich habe Schule, ich habe Ausbildung, ich habe ein Haustier. Das sind die üblen Ausreden, die wir hören von Leuten, die nicht diese Verse kennengelernt haben. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Sprich, mein Gebet, mein Opfer, alle meine Anbetung gehören Allah. Und auch mein Leben und mein Tod. Diese Stelle wollen wir nochmal zurückspulen. Und auch mein Leben und mein Tod gehören
Allah. Dein Leben gehört nicht dir. Abul Bara, das ist mein Leben. Dann eine Frage an dich. Hast du bestimmt, dass du hier auf diese Erde kommst? Dass Allah dich erschafft? Hat Allah dich nach deiner Meinung gefragt? Bevor du geboren wurdest, kamen Engel und haben dir die Frage gestellt, möchtest du auf dieser Welt erschaffen werden? Bei keinem von uns war dieses der Fall. Und wenn du stirbst, so wird Allah dich auch nicht fragen, ob er deine Seele nehmen soll oder nicht. Welchen Anteil hast du an deiner Entscheidung? Welchen? Allah hat dich in diese Welt gesetzt und er wird deine Seele nehmen, ohne deine Zustimmung. Dein Leben gehört. Lasst mich das hören, liebe Geschwister. Allah und dein Tod gehört Allah. Willst du immer noch sagen, das ist mein Leben? Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah ishtara min al-mu'minina. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-Jannah. Allah hat von den Gläubigen was abgekauft? Ihr Vermögen und ihre Seele. Er hat von ihnen das gekauft und als Gegenzug gibt er ihnen was? Das Paradies. Was bedeuten diese Wörter? Dein Leben, dein Handeln, dein Vermögen. Allah hat es von dir gekauft. Er ist der Käufer in diesem Fall. Und gibt dir als Gegenwert was? Das Paradies. Das heißt, wie hast du zu leben, um das Paradies zu erreichen? Du lebst ein Leben für Allah. Wollen wir immer noch sagen, unser Leben gehört uns, liebe Geschwister. Ist das nicht dreist, unverschämt, unerzogen, dass nachdem Allah uns in seinem edlen Buch klar gemacht hat, dass dieses Leben nur Allah gehört, dass wir sagen, wir entscheiden über unser Leben. Das lernt man hier in diesen Staaten. Man lernt, das ist meine Meinung, das ist meine Ansicht. Ich will das so tun. Subhanallah. Als Muslime lernen wir was anderes. Als Muslime lernen wir sami'na wa ata'na. Wir hören und wir gehorchen. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Wir hören und wir gehorchen. Das ist der Muslim. Wir spulen zurück. Wer hat uns danach gefragt, ob wir erschaffen werden wollen? Niemand. Allahs Entscheidung war es, uns zu erschaffen. Das bedeutet, er hat uns in diese Welt gesetzt und hat uns nicht alleine gelassen. Er hat uns vielmehr aufgetragen, dass wir ihm dienen, subhanahu wa ta'ala. Und danach werden wir zu ihm zurückkehren und dann wird Allah azza wa jal über uns einzeln entscheiden, wo sein ewiger Aufenthalt ist, im Paradies oder im Höllenfeuer. Möge Allah azza wa jal hier alle Anwesenden in das Paradies eingehen lassen. Und das ist das, was wir wollen, liebe Geschwister. Wir wollen ein Leben für Allah azza wa jal leben. Abul Bara, du meinst keine Partys? Abul Bara, wir haben wunderschöne Dinge, die wir immer machen. Wir wollen sie weiterhin machen. Ich gebe dir die frohe Botschaft. Du kannst viel mehr im Halal, im Erlaubten tun, als du dachtest. Aber das Problem ist, wenn wir uns nicht mit unserer Religion auseinandersetzen, wer soll uns dann sagen, wie wir zu leben haben? Wer sagt uns, was richtig und was falsch ist? Und ich sage immer meinen Geschwistern, wir haben in dieser Welt nicht zwei oder drei Chancen. Wenn wir sterben, werden wir bei Allah Azza wa Jal keine neue Chance bekommen. Das war's. Du hast Zeit bei Allah Azza wa Jal in dieser Dunya, solange du lebst, darfst du bereuen, selbst wenn es kurz vor deinem Tod ist. Frage, wann stirbst du? Wann stirbst du? Der hübsche Mann mit der Kapuze. Du weißt das nicht. Ich stelle dir eine Gegenfrage. Was würdest du bezahlen, um zu erfahren, wann der Todesengel zu dir kommt? Was? Du würdest alles geben. Richtig.
Und ich würde alles geben. Und ihr würdet alles geben. Warum? Weil wir wüssten, wann wir kurz davor bereuen sollten. Nur die Frage ist, hören wir auf zu träumen? Wissen wir, wann wir sterben? Antwort nein. Das heißt, der Todesengel kommt zu einem von uns, während er gerade ein Joint kifft. Während er gerade mit einer verbotenen Beziehung im Bett liegt. Während er sich gerade eines der verrückten Lieder anhört, die die Menschen hier hören. Während er Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten nicht geliebt hat. So kommt der Todesengel und er nimmt die Seele von einem dieserjenigen und wird sie, wal'iyadu billah, in das Höllenfeuer hereinwerfen. Anders wäre es, wenn dieserjenige gewusst hätte, wann der Todesengel zu ihm kommt. Denn dann hätte er sich auf beste Art und Weise vorbereitet. Wer von uns ist vorbereitet auf den Tod? Wer? Und solange du dich nicht vorbereitest auf den Tod, besitze Millionen und Milliarden, du wirst niemals glücklich leben. Weil man weiß, was man in dieser Dunya gemacht hat. Schaut, liebe Geschwister, in die Augen eines Mannes, der gerade dabei ist zu sterben. Schaut, wie bedeutungslos er ist. Wie schwach er ist. Wie unfähig er ist, etwas zu tun. Er kann dir nicht mal sagen, was er gerade in diesem Moment spürt, als der Todesengel zu ihm gekommen ist. Du siehst nur, dass seine Augen nach oben gleiten. Warum? Weil er schaut, wie der Todesengel, was nimmt? Seine Seele. Und er verfolgt nur diesen Vorgang mehr nicht. Er kann nicht mehr reden. Er kann nichts mehr tun. Und sage einen dieser hochmütigen Menschen zu dem Zeitpunkt, wo er dabei ist zu sterben, hier hast du 1 Milliarde, freu dich. Hier hast du die hübscheste Frau, freu dich. Hier hast du die leckerste Speise, freu dich. Wird er sich freuen? Das ist die Realität, die jeder von uns begegnen wird. Die Frage ist, wer wird deine Seele nehmen? Die Engel der Barmherzigkeit oder die Engel der Strafe? Wenn du mit einer guten Tat stirbst, von dieser Welt gehst und niemand kann dir zu so etwas verhelfen, außer Allah Azza wa Jal, dann wirst du ein schönes Leben im Jenseits leben. Möge Allah uns das ermöglichen. Wenn du aber mit einer Sünde stirbst, so ist das ein Zeichen dafür, dass Allah Azza wa Jal nicht zufrieden mit dir war. Morgen wirst du und ich sterben bei Allah. Deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie leben wir glücklich, dass Allah Azza wa Jal auf der einen Seite mit uns zufrieden ist, und auf der anderen Seite wir trotzdem das Leben genießen. Ist es das, was wir wollen? Das ist es. Und daher, liebe Geschwister, sagte uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa fi budi ahadikum sadaqa. Wenn ihr mit eurer Frau, Frau bedeutet Ehefrau, die für euch halal oder haram ist, Halal. Wenn ihr mit eurer Ehefrau Geschlechtsverkehr habt, so ist das für euch eine Sadaqa. Aber es ist nicht die einzige Sadaqa, damit ich euch auch gleich darauf hinweise. Das ist eine Sadaqa, ein Almosen, wofür du belohnt wirst. So fragten die Sahaba, und wir wollen aus diesem Hadith eine wichtige Regel ableiten. Die Sahaba radiallahu anhum fragten, qalu ya Rasulallah, يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر. Einer von uns, er befriedigt sein Gelüst und wird dafür noch belohnt. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر. Was glaubt ihr wohl,
wenn er das im Verbotenen, diese Unzucht, gemacht hätte, so wäre er sündig gewesen, so hätte er eine Last auf sich gelegt. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. So ist es, wenn er das im Erlaubten macht, dass Allah ihn dafür belohnt. Eine gewaltige Überlieferung, aus der die Gelehrten einen gewaltigen Grundsatz gefiltert haben. Wie? Was sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gefragt wurde, wenn einer sein Gelüst befriedigt, dann wird er belohnt? Er sagte, genau so ist es, denn wenn er es im Verbotenen gemacht hätte, was hätte er damit auf sich gezogen? Eine Sünde. Das bedeutet, die Dinge, die wir im Erlaubten machen, wir strengen uns an, diese Dinge im Erlaubten zu machen, weil wir sie nicht im Verbotenen machen wollen, so werden wir dafür belohnt. Allahu Akbar. So werden wir dafür belohnt. Gilt das für alles im Leben? Das gilt für alles im Leben. Sogar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu arda, er sagte zu ihm, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'al fi fiin imraatik. Wenn du etwas für jemanden ausgibst, um das Wohlgefallen zu erreichen. Um das Wohlgefallen von wem? Allahs Azzawajal zu erreichen. So wirst du dafür belohnt, selbst wenn du deiner Frau einen Bissen von Essen in ihrem Mund hereinlegst. Was ist aber die Bedingung? Man beabsichtigt was? Dir? Das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jal. Subhanallah. Du gibst etwas aus für deine Familie. Du kaufst ihnen etwas Schönes zum Anziehen. Du kaufst ihnen Essen. Du kaufst ihnen Trinken. Ihr geht zusammen. Lecker essen, wirst du belohnt. Bei Allah, du wirst belohnt. Mit der Voraussetzung, du machst das für das Wohlgefallen Allahs. Und du hast nicht dabei eine enge Brust, du sagst schon wieder bezahlen, als ob man dir gerade einen Zahn zieht, nicht mit dieser Absicht. Sondern du fühlst dich dabei gut, weil du das für wen machst? Für Allah. Für wen hast du was ausgegeben? Für Allah, obwohl du deiner Familie etwas gekauft hast. Subhanallah. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau, Mula'abatul Mar'a Dhikrullahi Azza wa Jal. Dass du mit deiner Frau spielst, ist Dhikrullah, gehört zum Gedenken Allahs. So wirst du dafür belohnt. Der eine von uns schlägt vielleicht seine Frau zusammen. Was wird er dafür bekommen von Allah? Strafe. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma inni uharriju haqqa al-da'ifayn al-yatim wal-mar'a. O Allah, als Bittgebet, ich werde yawmul qiyama für die Schwächsten einstehen, ihnen verhelfen, ihnen zur Seite stehen, für die Weise. Die Weise ist eine Person, die ihre Mutter oder ihren Vater verloren hat, oder auch beide, möge Allah azawajal diesen Kindern viel Barmherzigkeit schenken. Und für die Frau. Wer sich mit diesen beiden schwachen Gruppen anlegt, so hat er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Gegner yawmul qiyam. Möge Allah uns bewahren. Wehe, du legst dich mit diesen schwachen Geschöpfen an. Was du auch immer ihnen antun kannst, Allah ist mehr in der Lage, mit dir mehr zu tun, als das, was du getan hast. Bedeutet, liebe Geschwister,
Wenn du deiner Frau etwas in den Mund hereinlegst, etwas zu essen, ein bisschen, was passiert? Allah wird dir den Lohn schreiben, wenn du ihn auch beabsichtigst. Hier, aus diesen gewaltigen Überlieferungen, erfahren wir eine Sache, dass wir bis jetzt viel Lohn verpasst haben. Viel Lohn? Bei Allah, wir haben viel Lohn verpasst. Was ist unser Lohn? Unser Lohn ist, dass wir für die alltäglichen Dinge im Leben belohnt werden können. Wie? Indem wir das richtig angehen, liebe Geschwister. Eine Person geht schlafen und er beabsichtigt, seinen Körper zu stärken für die Anbetung zu Allah Azza wa Jal, Subhana, dass wenn er aufsteht, Kraft hat, Allah Azza wa Jal anzubeten, so wird er dafür belohnt, obwohl er sich ausgeruht hat im Schlaf. Einer trinkt und isst und beabsichtigt, seinen Körper zu stärken für die Ibadah zu Allah Azza wa Jal, die Anbetung, so wird er von Allah Subhanahu wa Ta'ala dafür belohnt. Abu al-Bara, ich liebe Döner mit Knoblauchsoße. Lecker, einfach lecker. Ich rieche ihn gerne und ich esse ihn gerne. Guten Appetit, denk nur vorher daran, dass du dich für wen stärkst? Für Allah, also mach die doppelte Knoblauchsoße rein. Eine Person, er heiratet. Warum? Damit er sich vor der Fitna schützt und nicht das Verbotene tut, was viele von unseren Jugendlichen tun. Möge Allah uns alle recht leiten. Er schützt sich davor, so wird er von Allah Azza wa Jal Subhanahu belohnt. Einer, liebe Geschwister, er bringt Nachkommen zur Welt, Kinder zur Welt. Seine Absicht ist, dass er Kinder zur Welt bringt, die sich vor Allah Azza wa Jal Subhanahu niederwerfen. So wird er belohnt für seinen Spaß. Wallahi, das Komische ist, dass wir heute Leute haben, von den sogenannten Muslimen, die sagen zueinander, uns geht es finanziell schlecht, wir brauchen ein neues Kind. Kindergeld. Elterngeld. Ich erinnere mich, ich war einmal mit meiner Familie, irgendwo im Osten, da gab es eine Behörde für die Elterngeldstelle oder Bezirksamt oder wie das heißt. Dann kam eine Frau meiner Frau entgegen. Und meine Frau sagte zu ihr, du brauchst da nicht reinzugehen, weil das Elterngeld ist jetzt endgültig gestrichen. Die sagte, wo ist dann der Khair, dass ich ein Kind bekommen habe? Mit welcher Absicht hat sie ihr Kind bekommen? Für? Bala. Mani, Arani, dafür. Wird dieses Kind ein Segen oder ein Fluch für sie sein? Eine Strafe. Und schaut, liebe Geschwister, warum haben die meisten Muslime hier Kinder, die du wirklich mehr als in die Mülltonne hereinwirfst und die Mülltonne ist noch zu gut für sie? Mit welcher Absicht haben sie diese Kinder bekommen? Was denkt ihr? Für Allah? Bei Allah, nein. Schaut, wie Allah Azza wa Jal diese Kinder zu ihren Feinden gemacht hat. In ihrem eigenen Haus sind ihre größten Feinde. Bis wir gehört haben, dass Kinder ihre Eltern bedrohen, entweder gibt ihr mir Geld oder wir schlagen euch. Jeder bekommt, was er sät, liebe Geschwister. Wenn du schweigst, weil du nichts Falsches sagen möchtest, so wirst du belohnt von Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Und wenn du Gutes sprichst, weil du damit Gutes erreichst, so wirst du belohnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du für dich ausgibst oder für deine Familie ausgibst, so wirst du belohnt von Allah, wenn du die Absicht auch dementsprechend machst. Wenn du lernst für deine Religion, so ist das für dich nichts anderes als Lohn, o Diener Allahs. Das bedeutet, liebe Geschwister, wie viel Lohn haben wir bis jetzt verpasst? Mit alltäglichen Dingen, die wir jeden Tag verrichten. Schlafen wir jeden Tag? Essen wir jeden Tag? Subhanallah, wenn es nur dafür wäre, so hättest du dafür schon jeden Tag Lohn bekommen. Aber die Voraussetzung ist, dass du dieses auch beabsichtigst. Die Voraussetzung ist,
dass du dieses beabsichtigst. Ihr lernt hier, liebe Geschwister, dass wir ein schönes Leben leben können, aber für wen ist unsere Absicht? Für Allah. Das bedeutet ein Leben für Allah. Manche Leute verstehen fälschlicherweise, ein Leben für Allah bedeutet 24 Stunden beten und Dua, Gitter vor dem Fenster zu machen, in sich zu kehren und die ganze Zeit Dhikr zu machen. Falsch. Keiner hat uns so die Religion beigebracht, sondern vielmehr bist du kein Engel, sondern ein Mensch, der ebenfalls Fehler begeht. Du bist ein Mensch, der Allah anbetet, subhanahu wa ta'ala, aber du bist auch ein Mensch, der lebt und du darfst essen und du darfst trinken und du darfst mit deiner Frau und mit deinen Kindern spielen, aber wenn du hörst Allahu Akbar, Allahu Akbar, was machst du? Du beendest jede Sache, weil Allah ist größer als alles. Ist das so schwer, so zu leben? Du lebst doch. Der Unterschied zwischen Gläubigen und Kuffar ist, dass die Gläubigen für Allah leben. Wenn sie auch schöne Dinge des Lebens genießen, so sind sie gegenüber Allah azawajal dankbar. Und sie machen das für ihn, subhanahu wa ta'ala, und erhoffen sich bei ihm noch den Lohn für Dinge, die sie im Spaß gemacht haben. Während die Kuffar Allah verleugnen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam verleugnen, sie sind nicht interessiert an das Jenseits, ihr Interesse ist nur die Dunya. Deswegen sagt Allah azza wa jal subhana, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. Und die Kuffar, die Ungläubigen, sie genießen. Allah hat bestätigt, genießen sie oder nicht? Sie genießen. Und sie essen, wie auch das Vieh, das Tier ist. Und ihre Endstätte ist Jahannam. Abul Bara, wir verstehen die Eier nicht, übersetzt sie uns. Ich übersetze dir sehr gerne, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester. Du bist kurz davor, in Jahannam hereinzuwerfen. Man sagt dir, bevor du in diese Jahannam hereingeworfen wirst, so genieße noch, was du genießen möchtest. Wie ist der Genuss? Sag es mir. Kurz? Gar nichts. Ihr kennt das aus der französischen Zeit, liebe Geschwister. Da gab es die sogenannte Guillotine. Sagt euch das was? Ja. Bevor jemand den Kopf abgeschlagen wurde, so durfte er einen letzten Wunsch äußern. Und manche haben sich zu essen etwas bestellt. Henkersmahlzeit, war er, glaube ich. Was denkt ihr, wie sie gegessen haben? So ist das mit den Kuffar. Sie essen und sie trinken und sie haben Spaß. Aber was erwartet sie in Kürze? Jahannam. Würde dich das genießen lassen? Aber weil sie nicht verstehen, weil Allah ihnen nicht die Rechtleitung gegeben hat, so verstehen sie nicht, dass die Strafe kurz davor ist, bei ihnen einzusetzen. Und bei Allah, ich frage euch, welcher Genuss soll das sein? Welcher? Wenn wir unmittelbar, nachdem wir etwas Schönes bekommen von dieser Welt, in Jahannam hereingeworfen werden sollen. Deswegen, liebe Geschwister, die Gelehrten haben die Menschen in drei Kategorien eingeteilt. Keine vier und keine fünf. In drei Kategorien. Die ersten sind die besten und die edelsten bei Allah Azza wa Jal. Das sind Leute, die nur das Angesicht Allahs Azza wa Jal erstreben. Und sie haben dabei nicht das geringste Interesse an der Dunya. Subhanallah. Selbst wenn er mit seiner Frau verkehrt, nur weil er dafür belohnt wird. Wenn eine Person, und das ist die beste Gruppe, über die wir gerade reden, wenn er spendet, dann spendet er für Allah und nicht, damit sein Vermögen mehr wird. Denn wir wissen, wenn du spendest, so wird Allah dein Vermögen vermehren. Was ist sein Interesse wegen Dunya? Nein.
Er spendet für Allah. Ob er was bekommt oder nicht, das ist ihm gleichgültig. Wenn er dir hilft, dann kommt er dir nur helfen für Allah. إِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Wir speisen euch nur, sagt Allah über die besten Diener, wir speisen euch nur für Allah. Weder wollen wir von euch Dank noch Lohn haben, denn diesen erwarten wir von Allah. Was kann ein Mensch dir schon großartig an Lohn geben? Er kommt und hilft dir beim Umzug und er schleppt die schwersten Sachen, die du extra zur Seite getan hast, damit du sie nicht schleppst. Er schleppt sie alles, nur damit er Lohn bekommt bei Allah. Ob du ihm dankst oder nicht dankst, ist ihm gleichgültig, denn sein Bestreben war nur Allah zu gefallen. Deswegen hat er dir geholfen. Weil er weiß, wenn er dir hilft, so wird Allah ihm Yawm al-Qiyamah ebenfalls helfen. Subhanallah, gibt es diese Diener? Bei Allah, es gibt diese Diener. Er hält Wörter zurück, die er vielleicht manchmal sogar aussprechen dürfte, nur damit er Allahs Wohlgefallen erreicht. Wenn jemand zu ihm kommt und ihn sagt, Masha'Allah, wie unsere Brüder das heute alle tun, dann sagt er, möge Allah mich besser machen, als wie die Leute von mir denken. Allahumma ja'alni khayran mimma yadhunnun. O Allah, mache mich besser, als wie die Leute über mich denken. Was ist sein Bestreben von dieser Person? Nur? Sagt es mal. Nur das Jenseits. Er isst und trinkt, um sich zu stärken. Mehr nimmt er nicht. Und er möchte nichts von dieser Dunya. Er wartet sehnsüchtig darauf, wen zu begegnen. Allah, der ihn auf beste Art und Weise begegnen kann. Möge Allah Azza wa Jalla uns von dieser Gruppe machen. Die zweite Person, liebe Geschwister, ist die übelste aller Personen bei Allah Azza wa Jalla. Das ist eine Person, der seine Taten nur aus Interesse für das Diesseits macht. Er begehrt überhaupt nicht das Wohlgefallen Allahs Azza wa Jalla. Und auch nicht den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser hat keinen Anteil am Jenseits. Er ist ein Verlierer bei Allah azza wa jalla. Aha. Wer ist das? Eine Person? Er macht seine Taten nicht für Allah. Wenn er betet, dann nur damit die Leute ihm dabei zusehen. Wenn er fastet nicht für Allah, sondern er sagt, ich möchte 5 Kilo abnehmen. Das ist seine Absicht. Manche haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam im Dschihad gekämpft, beim Kampf gekämpft, nicht für Allah, sondern um die Ranima, die Kriegsbeute zu nehmen. Wenn er zum Hajj geht, er hat ein Angebot bekommen, dass ein Händler dort auf ihn wartet, so wird er mit ihm nur Handel betreiben. Der Hajj interessiert ihn nicht. Überhaupt nicht. Allahu Akbar. Man kann verlieren, liebe Geschwister. Warum? Weil diese Leute nicht für Allah leben. Und sie nicht verstanden haben, dass ihr Leben nur für Allah zu leben ist. Diese Taten sind nicht gut, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Darum ardaakum bis sadaqa. Heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Was sollte unsere Absicht sein? Dass wenn wir eine Sadaqa geben, so ist diese Sadaqa für wen? Für Allah azza wa jalla, und wir erhoffen uns den Lohn. Andere aber, die geben nur die Sadaqa. Warum? Warum? Damit sie die Heilung hier in der Dunya bekommen. Aber es geht ihnen nicht um Allah. Das heißt, bei seiner Tat hat er gar nicht an wen gedacht? An Allah Azza wa Jalla. Sondern er wollte nur die Gesundheit in der Dunya. Mehr hat ihn nicht interessiert. Und dann gibt es eine dritte Person, liebe Geschwister,
Dieser macht seine Tat für Allah subhanahu wa ta'ala, aber er ist interessiert auch an einem Nutzen in der Dunya. Auf ihm liegt keine Sünde. Eine Person, seine Absicht ist für Allah. Die Gruppe, die wir vorher aufgezählt haben, ihre Absicht war nie für Allah azza wa jalla gewesen. MashaAllah, wie gesprächig ihr seid. Soll ich euch eine Buchstabensuppe kaufen, damit ihr mit mir redet? Die Geschwister unterscheiden. Der eine ist von Anfang an nicht interessiert, das Wohlgefallen zu erreichen. Der andere ja. Aber mit dem Unterschied, er macht diese Tat für Allah, aber er erhofft sich auch den Lohn in der Dunya, dass er etwas in der Dunya bekommt. Wie wenn jemand spendet, er spendet für Allah. Aber er freut sich auch gleichzeitig, inshallah wird Allah mir dabei auch Rizq geben. Kein Problem. Auf ihn liegt keine Sünde, liebe Geschwister. Diese Person ist ebenfalls bei Allah einer der Gewinner. Das heißt, damit wir das Ganze zusammenfassen, unser Leben ist für Allah zu leben. Lebst du das Leben für dich, so wisse, du bist ein Verlierer. Von der ersten Sekunde. Und alles hat mit deiner Absicht zu tun. Du wirst, wie du weißt, o Diener Allahs, für das Gebet belohnt. Auch für das Fasten. Auch für die Zakat. Auch für den Hajj, den du verrichtest. Walhamdulillah, diese Taten, wenn du das für Allah Azza wa Jalla machst, so wirst du bi'idhnillah ta'ala mit diesen Taten der Paradiesbewohner in das Paradies eingehen. Aber ich möchte, dass wir mehr erreichen. Wir leben doch jeden Tag. Daher lasst uns unsere alltäglichen Taten auch für wen machen? Für Allah Azza wa Jalla. Ab jetzt bitte ich euch, dass wenn ihr schlafen geht, so ruht ihr euch aus, damit ihr was zum Fajr aufsteht und Kraft habt, Allah anzubeten. Wenn ihr isst und trinkt, stärkt euren Körper. Egal. Auch wenn du 1-2 Teller isst, stärke deinen Körper. Aber A'udhu Billah, einer, ich sage, verzeiht mir, frisst 4 Teller und betet nicht. Für was hat der sich gesteckt? Für wen? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Daher, liebe Geschwister, Lohn, den brauchen wir. Denkt nicht, dass wir genug Lohn haben. Denn es gibt Leute, der sagt dir, eigentlich bin ich zufrieden mit mir. Aber nein, es gibt diese Leute. Ich sage euch eins, liebe Geschwister, Leute, die 1000-mal besser waren als wir, haben nicht so gedacht wie wir. Umar ibn al-Khattab, als er im Sterben lag und er wusste, dass das seine letzten Augenblicke im Leben gewesen sind, so sagte er, wehe dir, o Umar, indem er mit sich selber geredet hat. Wallahi, könnte ich doch nur die Welt voller Gold besitzen, so würde ich sie heute ausgeben, spenden, um mich von der Strafe Allahs freizukaufen. Das sind die Worte von Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Uthman ibn Madhun radiyallahu anhu arda, er ist gestorben und der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand bei ihm. Und in einer Überlieferung bei Imam Ahmad weinte der Gesandte Abbas sallallahu alaihi wasallam aufgrund von Uthman radiyallahu anhu arda. Dann sagte die Frau von Uthman, sie sagte, mein Zeugnis für dich zu ihrem Ehemann, der gestorben ist, mein Zeugnis an dich ist, dass Allah mit dir barmherzig sein wird. Und Uthman radiallahu anhu ist in Uhud gestorben bei der Schlacht, als Märtyrer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geweint. Weint er wegen jedem? Nein. Das heißt, dieser Mann ist mit Ehre von Allah azza wa jalla gestorben bei Allah. Einer der gewaltigsten Sahaba, Uthman radiallahu anhu.
So sagte sie, mein Zeugnis an dich, o mein toter Mann, ist, dass Allah mit dir barmherzig sein wird. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihr, und was lässt dich wissen, dass Allah mit ihm barmherzig sein wird? Ich bin der Gesandte Allahs und ich weiß nicht, was mit mir geschehen wird. Aber Shaitan, er lässt uns tatsächlich glauben, dass wir so viel an guten Taten haben, wie wir brauchen, um in das Paradies hereinzukommen. O Diener Allahs, ich beende diesen Vortrag, möge Allah mir und euch den Lohn geben. Nur mit einem einzigen Satz. Allah sagt im Koran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und diejenigen, und Allah beschreibt die Gläubigen, die von dem ausgeben, was Allah ihnen als Versorgung gegeben hat. Was machen sie mit der Versorgung Allahs? Die Spende. Dann fragte Aisha radiallahu anha den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer sind diese Leute? Höre die Antwort. Er sagte, damit du verstehst, dass deine zwei, drei guten Taten noch lange nicht die Taten sind, die dich vor der Strafe Allahs retten. Er sagte, huwa alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhsha an la yuqbala min. Das ist der Mann, der betet und der fastet und der spendet, während er Angst hat, dass Allah keine seiner Taten annimmt. Ich finde es verwunderlich, dass Leute, die die besten Taten machen, voller Angst sind, dass Allah ihre Taten nicht annimmt. Und du siehst sie nicht ausruhen. Einer nach Ramadan, der bucht sich eine Tour in Malediven mit irgendwelchen Schnecken, die lebendig sind. Du siehst die Leute, dass sie ein falsches Bild haben, dass sie sich selber belohnen. Wer hat ihnen gesagt, dass ihre Tat erstmal angenommen wurde? Zweitens, wer sagt, dass, wenn auch diese Tat angenommen wurde, dass sie ausreicht, damit man in das Paradies hereingeht? Vielmehr sind das Träumer, Leute, die sich von Shaitan in die Irre führen lassen, liebe Geschwister. Ein Gläubiger, er rennt von einer guten Tat zur anderen, höre diese wunderschöne Ayah. Und tatsächlich schließe ich diesmal damit ab. Allah Azza wa Jalla sagt, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Und beeilt euch, was schläft, ruht euch aus, beeilt euch, was bedeutet beeilt euch? Macht viele gute Taten, so viele wie möglich, denn ihr wisst nicht, was morgen mit euch geschehen wird. Wie Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, heute in dieser Dunya sind Taten ohne Abrechnung. Aber morgen, Yawmul Qiyamah, ist Abrechnung ohne Tat. Beeilt euch zu einem Paradiesgarten von eurem Herrn, Allahu Akbar, dessen Breite wie zwischen Himmel und Erde ist. Schau mal, die Plastikwohnung, in der du hier wohnst. 3 Quadratmeter, 5 Quadratmeter. Du und 2 Hühner passen rein und das war's. Beeilt euch um ein Paradiesgarten, dessen Breite wie zwischen Himmel und... Hat Allah etwas über die Länge gesagt? Was denkt ihr, wenn die Breite so ist? Wie ist dann die Länge? Vergibt ihr mir, wenn ich noch einen Hadith hinzufüge? Ciao. Erlaubt ihr mir das? Ich hätte es sowieso gemacht, aber ich wollte noch euch. In einer Überlieferung, die umstritten ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, höre, wie viele Stufen gibt es im Paradies? Das habt ihr oft von mir gehört. Hä? 100 Stufen. 100 Stufen. Aber zwischen jeder Stufe zur anderen sind noch was dazwischen? Ränge. Das heißt mehr als 100 Stufen. Das andere sind nur Ränge. Der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte,
wenn alle Paradiesbewohner in einer Stufe wären, von den 100 Stufen, in einer Stufe wären, so wäre genügend Platz für sie. Allahu Akbar. So wäre genügend Platz für sie. Wie groß ist eine Stufe? Wie groß ist eine Stufe, O Diener Allahs? Dafür solltest du leben, für dieses Paradies. Und du lebst doch sowieso in der Dunya. Mache für die alltäglichen Dinge, die du machst, noch die richtige Absicht. So wirst du von Allah Azzawajal doppelt belohnt. Du hast deinen Spaß gehabt und du bekommst deinen Lohn bei Allah Azzawajal. Und Yawmul Qiyamah wird dein Lohn besser sein als der Lohn hier in dieser Dunya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von der Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak lau fikum wa jazakum la khairan. Für euer gutes Zuhören, liebe Geschwister.